Liebe Cultivi-Blog-Fetischistinnen und Fetischisten, zum Geldsparen lese ich da ein Statement vor Cultim vor. Hier ein paar Gedanken über das Problem mit den Problemen als solches und der Frage, was sind die Probleme in der Kulturfabrik? Welche Unzulänglichkeiten sind ansteckend, welche heilbar und welche nicht? Wer aber definiert in der Kulturfabrik das Problem und ab wann ist was ein Problem? Diese Frage müsste man sich nicht stellen, würden unsere Vorgaben und Abmachungen klar vermittelt und ernst genommen und stünden sie gleichsam für Autorität. Man hätte eine Ausgangslage und Orientierung. Dafür muss man aber den Konjunktiv in den Imperativ überführen. Das heißt, das sollte, müsste, könnte, wird, soll, muss, kann. Dieser Herausforderung müssen wir uns immer wieder stellen, um Identität, Gesicht und Bestimmung zu wahren. Gerade jetzt, wo der Geist der Kulturfabrik wieder wahrgenommen wird, muss alles unternommen werden, um denen den Rücken frei zu halten, die versuchen, die Fabrik wieder einem Großteil ihrer Bestimmung zuzuführen. Mit Bestimmung meine ich die Vorgabe, die hauptsächlich zu den 2 Millionen Stiftungskapital geführt haben, nämlich ein Ort der vielseitigen kulturellen Auseinandersetzung zu sein. Als Begegnungsstätte für bildende Künste, Theater, Musik und Tanzveranstaltungen, Lesungen, Workshops. Ein Ort mit Übungsräumen und Ateliers und natürlich auch mit Wohnraum und Gewerbe, mit klar konditionierten Anteilen und Bedingungen. Ein Freiraum mit Respekt vor anderen Freiräumen. Ein Ort des Miteinbezugs, der Mitbestimmung, aber auch der eigenen Mitverantwortung, wodurch Pflicht recht erworben wird. Letzteres alles Eigenschaften, die auf der Liste der gefährdeten und bedrohten Werte stehen. Hier beginnt das eigentliche Problem der Trägerschaft. Statuten, Betriebskonzepte, Mietreglement und fundamentale VV-Beschlüsse, alles in bester Absicht ausdiskutiert. Die Ausgangslage respektive Bestimmungen sind definiert. Nur kommen sie schwerlich zum Tragen. Unser Problem ist deren Umsetzung und die Bereitschaft zu erkennen und zu handeln. Unsere Regeln sind ein Flickwerk von Kompromissen und Ausnahmen. Und es sei wieder einmal die Frage erlaubt, ob unser Konstrukt und die Selbstverwaltung in dieser Form nicht Mängel aufweisen. Ich möchte nicht die Kulturfabrik schlecht reden, denn vieles ist gut, aber zu vieles bleibt stehen. Das blockiert und kostet trotzdem viel Energie. Zum Beispiel unsere Geländesitzung. Hier ist klar geworden, wie unterschiedlich die Probleme gewichtet werden und wie verschieden der Einzelne damit konfrontiert ist und wie handlungsunwillig oder fähig wir sind. Kurzum, mit einem Resultat, das auf sich warten lässt. Es gibt aber nun einmal die Interessen aller zu berücksichtigen, die dieser Fabrik Inhalt, Rückhalt und Existenz gewährleisten und denjenigen gegenüber, welche die Fabrik schätzen und respektieren. Zu viele zu Betreuende, zu viele Ignoranten, ein zu großes Gewicht im soziokulturellen Bereich, zu viele Aufgaben, die in diesem Aufwand nicht in unser Programm gehören und die wir nur mit immer größer werdendem finanziellen Aufwand bewältigen können. Eine Selbstverwaltung ohne Eigenverantwortung, die versucht, alles zu delegieren, wo die Verwaltung zur Heimleitung verkommt. Eine Unternehmung, die immer Gefahr läuft, sich selber zu fressen. Was uns fehlt, ist ein klares Leitbild, damit alle, die mitreden, wissen, von was sie reden. Danke.